Und wohin sind wir jetzt gegangen? Nein! Aber ich vermute, wir sind hier. Ich bin orientierungslos, wenn es um Spiele geht, aber im richtigen Leben, im Real Life, ja, das habe ich auch noch. Im Real Life bin ich sehr orientiert. Orientierung, ja. Habe ich einfach viel Orientierung in der ganzen Geschichte. Und hier liegt noch Gold rum. Eine Truhe. Ach Mann, da kannst du nicht mal eine Truhe öffnen, dann kommt wieder eine ganze Zirkus angeklaufen. Ich brauche mehr Zeit. Eingefroren, das gibt's bei mir nicht. So, hier ist Totenstille, dann. Ach, hier geht's noch weiter. Ach. Jungspinnen bis zum geht nicht mehr. Dann kommt hier auch jemand, Skeletti. Wer hat noch, wer will noch? Wer war noch nicht, wer will noch nicht? Ich brauche mehr Zeit. Für was bitte? Massaker bitte! Ja, den sehe ich. Was ist denn mit dem los? So, und der ist auch nieder. Dann hilft nur der Scharfrichterschwert. Bitte Einhand. Bitte Einhand. Ne, ein Zweihänder. Aber 29 für einen Zweihänder. 32. Zweihand. Vergesst nicht, die Bücherregale zu durchsuchen. Zauberer verstecken darin manchmal ihre Schätze. Ja, und auch andere. Ach, hier ist Finito. Ach, Smaragd, Smaragd, den müssen wir holen. Jo, genau, an der richtigen Stelle, wie wir es haben wollen. Hier ein bisschen Gold. Schwere Axt, Streitaxt. Nö, brauchen wir nicht. Gold. Sonst fliegt das runter. Das wollen wir natürlich auch nicht. Haben wir das übersehen oder wie? Aber die sind auch gleich vorbei. So. Vorbei mit den Biestern. Wir sind hier runtergelaufen. Dann hier wieder rauf. Und man würde mal sagen, betrete das Reich der Schatten durch den Terminus. So. So müssen wir den Terminus finden. Wie ist da? Ich würde sagen mal links ran. Hier, der Terminus. Und wohin müssen wir? Ja. Wie? Hier ist das Schattenportal und wartet nur darauf, geöffnet zu werden. Schön. Finde Kol Zaltun Zaltunkuls Körper. Die Horadrim haben all das getan, um meine Köpfe fortzuschließen. FPS gerade. Besonders fantasievoll. Ach so, da ist auch noch einer. Ja, uns kommen die. So, dann haben wir mal alles abgehaust. Ring des Falken. Wo ist denn der Ring da unten? Oh, minus Leben. Nee, das geht natürlich nicht. Das Leben brauchen wir hier unten. Was sind das für Dinger, bitte? Irgendwelche Leichentümer? Dämon. Sans Mephisto oder was auch immer. Ich will jetzt da draus hier. Ich will jetzt mal meine Dinger. Ja, Mensch, da kommen wir nie hin.
So, einmal hier stehen lassen. Jetzt haben wir neue Fertigkeiten bekommen. Neu. Alles neu? Ach so. Sprint, Schmerz und Unterdrückung. Die Schatten selbst erheben sich gegen uns. Wie? Schmerzen unterdrücken. Also wenn jetzt die 1 drücken, dann fühlen wir keinen Schmerz mehr. Hier etwas Neues. Erhöht die Wuterzeugung und... Ach so. Stürmt durch alle Gegner in euren Weg und stößt sie zurück. Nee, Revanche, das ist so richtig. Raserei, Triumph. Mal ausprobieren, man weiß ja nie, ne? Kampfschrei. Pausch. Entfesselt eure innere Wut um einen Schaden. Wie zum Beispiel noch mächtiger Wurf. Was haben wir? Drohruf, verlangsamt bedrohte Gegner. Kampfrausch. Entfesselt eure inneren Wut und euren Schaden um eure kritischen Trefferschossen. Nee, komm, wir machen den Wurf hier. Dann haben wir noch hier etwas Neues. Sprint. Und hier Hakenschlagen. Nö. Sonst würde ich sagen, geht's uns ziemlich gut. Mal hier ausprobieren. Das ist ziemlich cool hier, wenn wir das befreien, dann heilt es uns. Aber wie für wie vielen? So. Ganz cool. Schreiner Schutz. Die Raserei, das ist aber cool und das hält es uns auch noch ganz völlig. Also mehr kann man ja nicht verlangen hier. Rum. Gold einsammeln, was das nur los ist und... Hast wieder das erweckt, ne? Raserei und... Ach so. Ist er am Sterben oder wie? Kann man ihm helfen? Hier geht's runter, aber nichts mehr zu finden. Ach so, ja, hallo, wo ist der alles noch hin? Das ist hier ein ziemliches Chaos. Da können wir ja... Wie denn bitte? Oh, das heilt auch von selbst. Verdammt, das ist ziemlich cool und dennoch. Ja, also komm es. Und hier, das reißt hier richtig runter. Das ist Ledria-Rubin. Krummsäbel, nö. 197, wenn das nicht. Verdammt. Schutz und Schaden, komm, vergess es, wir haben ja jetzt den Leben. Edelsteine. Vierzehn Vitalität und dann haben wir wieder. Jetzt haben wir mehr bekommen sogar. Mehr Leben. Die Energie, die durch diese Kammern wirbelt, könnte eine Seele für immer verderben. Wo würde ich jetzt kommen? Ey, wieso? Wieso hebst du denn Sachen auf hier, was du nicht kriegen kannst? Okay, wir werden mal wieder zurückgehen.
um ein bisschen unser Inventar zu leeren. Hier oben der Waffe. Das lassen wir mal. Dann gehen wir hier zu dem netten Herrn. Herstellen bitte. Ein Rubin. Und Smaragd. So, jetzt haben wir hier. Ja, komm, versuchen wir einmal hier. 140, 5, 1. 140, 21, 5, 1. 140, 21, 5, 1. Matschan noch mehr. 13.018 und dann will man 18. Ist zwar nicht. Ja, ist es nicht Zweihand. Komm, raus damit. Dann verhökern wir die. Ist zwar nicht so schön, aber ist besser als irgendein Quatsch da rumzuliegen. So, in die Beutetruhe damit. Die Zähne. Essenz und schon wieder 75, verdammt. Ja, komm. Brauchen wir mal ein bisschen mehr. Hier, die können wir mitnehmen. Dann gehen wir wieder verkaufen. Och, Server. Gut. Ich kann billig verkaufen, weil ich die Waren einfach wieder von eurer Leiche plündere, sobald ihr tot seid. Nichts Persönliches. Wie Inventar ist leer und... Wir hören irgendwann das. Ja, okay. Hier können wir da verkaufen, weil ich die Waren einfach wieder von eurer Leiche plündere, sobald ihr tot seid. Nee, das ist es nicht. Wir brauchen hier ein ach, vergiss es einfach. So, dann gehen wir wieder in die Schatten. Und das ist alles so komisch. Die in die Farm gezogen. Wie? Sackgasse? Ja, dann geht's auch. Ja, hier lang, würde man sagen. Einzig logische Erklärung, wenn der Weg zu Ende ist. In der Rubin, und das ist hier weiter zu werfen. Wenn ich hab... Weg. Gespenst, und hier ist er. Sehr Monster. Wir rennen einfach immer weg, das kann ich ja nicht richtig aufholen. Heiltrank. Hier noch ein Ding. Auch schon wieder vorbei. Ja, dann tut's mir leid hier. Ach, das sind ja immer die Gespenster hier, die kommen und gehen und wollen ja immer bleiben. Aber das mit dem Lehm aufspielen, das ist sehr schön. Denn wir können ihn noch schneller metzeln und dann... Ja. Was ist los? Ich denke nicht mehr klar. Ich höre nur noch die verdammten Untoten. Giftige Jungspinnen, na klar, das war doch richtig. Und hier, der Wachturm können auch noch zerstören. Und woher kommen die alle? Ja. Ihr vertraut mir nicht, das kann ich verstehen. Aber wir sind es ähnlicher als gewusst. Wir haben beide einen Vorgeschmack davon bekommen, was es heißt, ein Nephalem zu sein.